Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Und willkommen zurück zu einem Cristiano Ronaldo 99 Rated Summer Stars Squad Builder Battle. Ey, das ist die heftigste Karte, die ich jemals gesehen habe. Und ich dachte, es wird niemals eine weitere Karte außer Pelé ins Spiel kommen, die eine 99er Bewertung hat. Und mit dabei ist jemand, der sich traut, und das ist Tabak. Servus, Freunde. Ich bin's, euer Chwapchikov des Vertrauens. Ich freue mich, hier zu sein. Immer wenn es um Krisch geht, dann ist mein Herz nicht hier, sondern ist es in der Hose und ich gebe mein Bestes. Ja, so sieht's auch bei mir aus. Du hast den Tots-Krisch, genau. Und ich habe den Summerstars-Krisch. 6 Millionen kostet meiner fast. Mhm. Deiner ist ein bisschen günstiger, aber wir gucken heute, wer besser ist. Und dafür kann der eine oder andere Kandidat da draußen gerne ein Like droppen, oder nicht? Wie viele knallen wir raus? Ich würde sagen, 99er Rating, 9.999 müssen wir knacken. Eine, jalla, gib ihm. Heide, jalla, Leute. Wenn ihr das nicht schafft, dann ist Chris traurig. Cristiano Ronaldo ist dann sehr, sehr sad. Deswegen pusht euch, lasst gerne ein Abo da und checkt auch gerne Tabakus Kanal ab. Da ist vor ein paar Tagen schon das SBB online gekommen. Genau. Und übrigens kurz lustige Side-Information für euch. Und zwar normalerweise dachte man, dass Pelé die einzige 99er Karte im Spiel sein wird, weil sie so angeblich einen Vertrag haben. Aber Chris, Messi, 99, eSports. So, super. EA und Chris und Messi sind jetzt auch so. Das war ehrlich Mythos, ne? Das war so ein Mythos. Ja, ist ohne Spaß, oder? Dieses Video wird von OneFootball unterstützt. Gönnt euch die App, Link in der Beschreibung. Okay, Bro. Ich sag mal so, weil du der Gast bist, darfst du heute als erstes reinhalten für mich. Okidoki. Tafel ist drin. Either one. Okidoki. Wenn wir schon bei den Summerstars sind, ne, Brudi? Yes, dann jetzt kommt der erste. Darf ich den nächsten Summerstar mitnehmen. Es könnte sein, dass du ihn aufgeschrieben hast. Wenn du ihn aufgeschrieben hast, bist du ein 31er. Ich würde ihn so gerne spielen. Locatelli, Spaghetti auf die linke ZOM-Position. Okay, darfst du behalten. Ja, weiter. Echt? Ja. Okay, das ist schon mal sehr geil. Das heißt, mein Team ist auf jeden Fall Summerstar-mäßig. Und dann habe ich ZM Deco Prängelmann Prime Moments. Nee, ich bin mit Dybala und Raja Nainggolan gegangen. Schade, schade. Dybala und Raja Nainggolan. G an alle Italiener Mafiosos da draußen. Ja, Halbfinale, ja, nicht schlecht. Gerade weitergekommen, Leute. Wir nehmen das Video gerade auf, nachdem Italien gespielt hat. Also 23.30 Uhr ist es jetzt. Okay, Brudi. Wen hast denn du? Erzähl mal, was hast du auf dem Herzen? Pass auf, Cousin. Ich habe Nainggolan auf der Tafel. Ich habe auch Nainggolan im Team, diese Flashback-Karte. Und wir gehen im Mittelfeld mit Zinedine Zidane. Boah, welchen hast du? Die Mid-Icon, 94. Boah, macht der gut, Leute. Macht der wieder gut, der Chwapchikov. Gut, darfst du auch beide behalten. Dann haben wir die ersten drei Spieler schon mal im Sack, im Kasten. Und wir gehen auf die andere Seite rüber. Wir haben beide die gleiche Formel, deswegen ist das nicht so schwer. Wichtig und richtig. Mangiare, mangiare. Wovon Kudo denken sich die Belgier, aber die Italiener denken sich super. Und ich denke mir jetzt hoffentlich auch super. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Tabak hat eben schon wieder Mindgames gemacht. Ja. Und hat genau den Spieler erwähnt, den ich auch wirklich genommen habe. Aber ich habe so getan, ob ich nichts gehört habe. Hab's komplett ignoriert, bin gar nicht drauf eingegangen. Nein, um ihm keinen Call zu geben. Ich hab ihn nicht aufgeschrieben. Digga, ich bin wo ganz anders hingegangen. Wen hast du gesagt nochmal für die Leute? Ich habe Joao Felix gesagt. Genau, den habe ich auch mitgenommen. Das ist mein Typ. Dann habe ich noch Rückblick Coutinho. Boah, wenn ich den heute discarden muss, ne Tabak, ich hasse dich, ich liebe ihn. Ja, ja. Aber wenn ich ihn nicht spielen darf, dann hasse ich dich auch. Und zu guter Letzt, ZDM-Position, Casemiro Tots. Okay, nee, ich habe Renato Sanchez, Carlos Nani, heißt er, auf jeden Fall Nani. Und Joao Felix habe ich auch geschrieben, Cousin. Lüg nicht. Digga, ich hab dich gerade dreimal hops genommen, man kennt ihn. Lüg nicht. Er lügt. Ganze Zeit wie gedruckt, Mann. Muss ich den jetzt verkaufen? Hast du ihn wirklich? Ich schwöre, ich habe ihn wirklich, wirklich. Ey, Mann. Das war so gut. Ich hab schon gemerkt, so cool gekommen. Ich hab gemerkt, der Wakes, der gibt keinen Ton von sich. Denke ich mir so, okay. Ich hab mich auch bedeckt, weil ich hab ihn dann an Angel. Und tatsächlich so. Du bist so ein 31er, der, du bist so ein Fuchs. Ich hab die Fisch so rausgezogen dann, weil ich aus dem Wasser. So, jetzt muss ich dich aber auch haben. Kann klappen, kann aber auch komplett in die Hose gehen bei mir. Ich sag's dir so, er ist gerade frisch transferiert, der Stürmer, zu Leipzig, und das ist André Silva, ja, für knackige 35 Millionen oder irgendwie sowas, habe ich gehört. Dann haben wir im Mittelfeld einen Spieler, der ist Mittelstürmer, aber man kann ja vom Mittelstürmer zum ZOM spielen. Eine Position darf man changen. Und, ja gut, habe ich gesagt, dass ich den noch nicht gechanged habe. Ich habe Thorgan Hazard und in Mittelfeld, also ZDM, dann noch Bellingham. Bellingham. Bellingham, Hazard und Andre. Also, ich habe einen Dortmunder. Nein. Wie kommst du drauf? Ich
habe einen Belgier und noch einen Belgier. Welchen Dortmunder habe ich? Ja, Bellingham. Nein, ich habe Witze. Laber nicht. Lukaku, De Bruyne, Witze. Was soll ich dir sagen, Mann? Was? Bro, du hast zwei Dortmunder. Okay, okay. Kannst du behalten. 1-0 für dich. Ey, was ich dich fragen will, Bro. Ja. Du hast bis jetzt nichts gesagt. Ich hätte jetzt auch einfach den machen können. Ich sag gar nichts und hätte jetzt einen Stürmer da reingestellt. Willst du Torwart oder willst du Stürmer? Achso, ein Torwart. Also ja, okay. Schade, Leute. Bro, ich bin aber ohne Spaß. Ich nehme immer quasi immer Torwart. Ich mache da nie so Faxen. Weil ich du bin da nicht selbstbewusst genug. Erste Position DB, ne? Ja, ja, genau. Weil sonst schwimme ich am Ende. Sonst mache ich dich Messer. Bratz. Freunde, wir machen weiter mit die vorletzte Runde. Außenverteidiger. Ich muss was erraten. Bro, ich habe eine neue Taktik, wenn man den Außenverteidiger errät, ne? Du wirst mich richtig kennenlernen. Okay, ich weiß, welche Taktik. Das heißt, du denkst quasi, du schreibst zweimal einen Unauffälligen auf, damit du wenigstens einen triffst, so mäßig. So denke ich, dass du denkst. Und das ist der Gedanke, aber dann komm. Pass auf, Linksverteidiger haben wir Spinazzola. Hat sich leider verletzt, aber ist eine schöne Summer. Wie hast du gesagt? Summer Hero Karte? Summer Star. Und Rechtsverteidiger haben wir ein Spiel quasi. Ja, die haben gegeneinander gestanden gespielt. Das ist Meunier. Und nicht dein Pisscheck auf der Tafel. Bro, soll ich dir sagen, was ich auf der Tafel habe? Spinazzola und Meunier. Pisscheck habe ich auf der Tafel. Ja. Alexandre habe ich auf der Tafel. Ja, was noch? Und Spinazzola habe ich auf der Tafel. Und einer von den drei habe ich durchgestrichen. Und jetzt rate wen. Ja, wenn du so fliegst, Spinazzola, oder? Ja! Du darfst alle behalten bisher. Servus, das ist Mann. Die letzte Chance, Mann, dass ich jemanden errate. Ich muss aber sagen, wieso habe ich diesen durchgestrichen? Letztes Mal hast du gegen mich gewonnen, deswegen wir haben eine Rechnung offen. Inemo, du bist dran. Inemo, heute kommt übrigens ein SBB online, wo ich 7,5 Millionen Coins discarden musste. Grüße genauso an die Teasies. Perfekt, Digga. Ah, ich bin dran mit einfügen, ne? Mhm. Linksverteidiger. Mhm. Ich hatte mein Team fertig gebaut, Tabak, und dann ist mir aufgefallen, dass diese Karte, die ich einbauen wollte, eine SBC-Karte ist, die ich nicht habe. Mhm. Deswegen musste ich auf Geringverdiener mäßig gehen und musste mir die Karte reinholen, die ein Non-Rare ist. Wendell. Achso, okay. Auf der rechten Verteidigerposition, da, ja, muss ich offen und ehrlich gestehen, hebe ich die Hand, bin ich ein Geringverdiener, kann ich mit leben, Leute, das Giglio. Okay. Ich habe Alba und Florenzi. Darfst du behalten? Schade, mal okay. Kaufe ich mir beide und dann machen wir Finale. Finale. Ich hol mir Let's dein go. Torwart. Ich hol mir jetzt einen von dir, ich muss. Wir sind angekommen beim großen Finale. Ich habe 3 Spiele auf der Tafel, 2 davon sind im Sack. Bei dem Torhüter bin ich mir unsicher. Ich hab Angst. Ich bin so gespannt. Schiss, Leute. Sind jetzt Brasilianer da oder Bundesligaspieler? Sag's mir. Bei mir warten auf jeden Fall ein paar Flamengos. Es sind Bundesligaspieler geworden. Kein Eder Militao, den du mir wieder ins Ohr setzen wolltest. Es ist nämlich die Schweizer Nationalität geworden, die heute leider im Elfmeterschießen rausgeflogen sind. Und es ist Akanji, Elvedi und im Kasten haben wir dann noch zu guter Letzt Jan, den guten Sommer zum Sommerstar-Event. Bro, ganz gut. Wait. Ja. Halt jetzt, du denkst, ich bin ein Magier. Ihr kennt doch alle Luka Modric. Er wird The Wizard genannt. Ich bin SW-technisch. Ich bin, Jungs, Hashtag Wizard in die Kommentare. Ich hoffe, ihr wisst, wie man geschreibt. Alaba, Hinteregger, Hinti Army und Jan Sommer. Torwart getroffen. Wichtig und richtig. Ich küsse dein Herz, Malaka. Was laberst du? Ich schwöre, ich habe einfach Sommer auf der Tafel. Ich meine es wirklich ernst. Nein. Schade, dass ich den Joker schon aktiviert habe. Aber wir nehmen Bronze-Torwart in der... du weißt schon wo. Ey, und ich habe noch keinen getroffen. Ich muss jetzt treffen, ansonsten war's das. Digga, ich sage so, wie es ist. Ich werde Gas geben. Okay, erzähl. Aber weißt du, das Problem ist? Ich glaube, dass du sehr, sehr gut was treffen kannst. Wir haben, kurz und knackig, Damori. Wir haben Gomez von Liverpool und im Tor gehen wir mit Pickford, weil er an aktueller EM, ja, also für mich ist er kein Held, aber er spielt bei der EM. Ihr wisst nicht mehr. Soll ich die Tafel mal umdrehen? Ich habe sie gerade noch verdeckt in der Kamera. Dreh um. Gutes oder schlechtes Gefühl? Ich habe ein schlechtes Gefühl, weil du hast Saves, Morning und Tomori oder so. Ich habe Ogbonna, Romagnoli, Donnarumma. Hä? Habe ich jetzt also Glück oder was? Du hast Glück? Ich dachte, aber du gehst mit Ogbonna aus Premier League und hast so den italienischen Link. Dann mit Romagnoli wieder zurück und Donnarumma für den Green Link. Bro, also, das war schon fuchsmäßig, aber ich habe dich schon hops genommen. Du hast mich hochgenommen, Digga. Ja, du. Ey, das gibt's doch gar nicht, Leute. Jetzt muss ich hier ölen mit zwei Bronze, mit einem Bronzetorwart. Hey, aber ohne Spaß, am Ende verliere ich, ich kenne mich, weiß schon.
Mal gucken. Leute, wir versuchen alles. Ich muss meinen Ronaldo beschützen. 6 Millionen Coins nicht schon wieder discarden. Ich habe genug gediscardet in letzter Zeit. Möge der Bessere gewinnen, der Schlechtere verlieren. Ich lade dich ein und dann geht's los. So, Freunde. Nochmal beide Teams. Der hat einfach ein Pickford Gold da drin. Guck ihn dir an. Ja, okay. Ich kann auch nichts sagen mit meinen zweiten Unreals. Digga, er beschwert sich, er hat ein Wendell und ein Siegli. Junge, du hast die dann. Digga, dein Team ist besser, sag ich dir ehrlich. Ich finde deins besser mit deinem Torwart und so. Junge, 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 wenn ich hier gewinnen sollte, dann RIP Tabak. Aber safer Stick ist Flöten geht. Oh, Locatelli. Ich muss aber echt sagen, ich bin zurzeit nicht so in Form irgendwie. Irgendwie schwächlich. Ich aber auch nicht. Leute, ihr müsst wissen, Tabak spielt wieder Weekend League diese Woche. Deswegen er hat schon 20 Spiele gemacht heute. Geht's gut aus. Schon eine Ausrede suchen hier. War das Rückpass, Bro? Was hast du gemacht? Oh. War Timing. Kein Abseits? Doch, Gott sei Dank. Ich sag, das war gutes Timing. Ah, Bro, ich mach so schlechte Sachen. Wir sind beide so kacke. Ja, Mann. Qualitativ hochwertiges Gameplay. Nein! Digga, ja! Was ist das, Mann? Die gehen nicht. Deine Schüsse sind so lasch, Bro. Was ist da los? Ja, ich weiß auch nicht, was sie gegessen haben. Jawohl. Der trifft das Tor nicht so geil. Er spielt damit raus. Nein. Doch, das ist so viel Glück, Mann. Elva. Ja, Mann. Ohne Spaß. Boah. Es ist unverdientes. Boah, Leute. Richtiger Elva. In diesem Spiel ist das so wichtig. Ich nehme ihn mit. Ey, man hat kein Dings! Besser ist es. Man hat kein Dings, Bro! Ja, Mann! Oh, trotzdem geht der rein. Und da sage ich nur. Patsch, patsch, zieh! Mann, das ist ohne Spaß. Ich weiß nicht, wie fühle ich mich gerade? Wie Spanien gegen Kroatien, nur dass ich halt Kroatien gerade bin. Also, nee, andersrum. Ach, ja. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Wenig wäre gut, aber das ist gar keine, Bro. Ja, jetzt. Was? Kommt. Der hat Notbremse gezogen einfach! Ah, und der ist Autoblock. Du hast wirklich Kim Kardashian heute auf deiner Seite. Zeig dir, wie es ist. Carsten so gut, der ist so gut. Ja. Du rasierst mich so. Ja. Schön, Männer. Hey, ich wusste es. Auch mein Gott, ich wusste es. Ich hatte ihn, ich war im Weg. Ich wusste, dass du dreimal R3 drückst. Auch mein Glück haben, Männer. Richtig. Oh, Mann. Es hat so gut geklappt bis zu dieser Minute hier. Aber nein. Wie heißt der Torwart nochmal? Kasten. Der steht im Kasten. Schiri? Nein. Mann, Verlängerung. Boah, spielt er das krass. Oh Gott, einer zu viel, Mann. Immer einer zu viel. Hey. Hey! Okay. Hey! Okay. Zwei Tore, zweimal so! Ey, Bro, ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, in die Verlängerung zu gehen. Ich hoffe, deine Brausspieler werden jetzt müde. Ich habe so Glück gerade, gell? Gut. André Krieger. Ey, ich versteh's nicht, ne, was die machen. Real Talk ist näher. Ja, Digga, jetzt vernichten! Was? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Bro, Torben Hazard, ohne Spaß. Alles gut. Wir sehen uns später in der Kabine. Wir haben mich nicht zu rupfen. Er steht all. Ich habe nicht zu hart geschossen. Ich schwöre. Wirklich, ich habe ganz normal wie immer. Wie immer. Wie schnell komm, du das machst. Köpf ihn rein. Nein, Mann. Ohne Spaß, bei dir Ecken ganz gefährlich, gell? Ich hasse das. So ein guter Pass. Wie kommt er? Ronaldo, geh doch in die Box. Ronaldo macht mir einen Fallrückzieher. Junge, mach ihn doch einfach ganz normal. Was willst du nochmal einen Fallrückzieher machen? Soll ich dir was sagen? Weißt du, wer den Ball gespielt hat? Das war ich. So, schnell alle nach vorne. Letzter Angriff. Letzter Angriff, Jungs. Nein, das war's. Ich hab verloren. Das war's. Ey, GG Tabak. GG. Verdient gewonnen, aber ich hätte es irgendwie über die Zeit bringen müssen. Das war echt spannend irgendwie. Mann. Wenn du mich jetzt mit einem Pick wieder so nimmst, wie ich in letzter Zeit genommen worden bin, ne, dann gehe ich offline und bleib auch offline und flieg einfach morgen in Urlaub. Bro, das wäre so schön. Ohne Spaß. Ich muss bei Wakes diesen Ronaldo treffen.
Du hast mich schon so... Okay, ich habe letztens bei dir wieder abgeschlossen. Aber trotzdem, du hast mich schon sehr oft was gemacht. Ja. Ja. Ich bin soweit. Ich habe sortiert. Okay. Ich kann euch sagen, aber, Freunde, ey, ja? Was? Ich will noch sagen, ich bin eigentlich nicht bereit. Eigentlich so gar nicht, aber ich muss ja bereit sein. Du hast sehr, sehr schnell umgestellt. Deswegen hat es mich gerade ein bisschen überrascht. Du hast gefühlt nach 10 Sekunden fertig. Deswegen vermute ich hier eine kurze und knackige Umstellung. Ja, nicht viel. Und wenn ich mir überlege, was du bei einem 4-4-2... Nee, du hast nicht 4-4-2, sondern 4-2-2-2, gell? Genau. Du hattest Krisch im rechten Sturm. Du könntest einfach auf Trocken den Mann stehen gelassen haben. Das heißt, dein rechter Stürmer kommt schon mal in Frage für mich. Dein Torhüter kommt in Frage. Was machen wir im Mittelfeld? Ich habe halt nur einen Pick. Das sind immer Schmerzen, sage ich ehrlich. Aber ich glaube, deine Schmerzen sind gerade ein bisschen größer. Pass auf. Wir machen so Wakes, okay? Mhm. Nee, ich hab noch keine Tendenz. Ich nehme den rechten Stürmer. Ich will wissen, ob du ihn vielleicht stehen gelassen hast. Auf ganz dicke Eier. Nein. Nein, 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 nein. Also nein, ich habe ihn nicht stehen lassen. Da steht nämlich die Skiglio. Nein. Und den Mann kann ich wegwerfen. Und dann könnt ihr alle ein Like da lassen. Und ich wurde verschont. Das heißt, morgen geht's nicht in Urlaub für mich. Tabak wollte 9999 Likes sehen. Du darfst noch einmal raten, was wäre dein nächster Pick gewesen? Torwart. Ja, da stand aber Deco Moments. Also wäre besser gewesen, aber okay. Da stand auch kein Ronaldo. Wo war Krisch? Wo hast du den gestellt? Krisch. Rechtsverteidiger, Außenverteidiger. Mm. Boah, riskant, riskant. Okay, krass. Alter, hättest du nicht... Bro, ich dachte kurz wegen deiner Lektion, ich dachte, du hast dich stehen lassen. Oder halt irgendwas anderes Gutes. Genau, Leute, das Video kommt morgen früh online. Wenn ihr nächste Woche wieder zum neuen Event so früh ein SBB sehen wollt, bewerten nicht vergessen, abonniert Tabaks Kanal und damit würde ich sagen, sind wir raus, oder? Ciao, Kakao. Tschüss.